Immer wieder sagen Menschen, warum kann ich meine Vergangenheit nicht vergessen? Warum kommen immer wieder diese Erinnerungen in mir hoch? Warum macht Gott das nicht, dass ich das vergesse? Nun, ich habe darüber nachgedacht und mir fiel ein, dass es wirklich so ist, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir uns Dinge merken können. Im Positiven wissen wir das sehr zu schätzen, dass wir uns Dinge, die wir gelernt haben, die wir erfahren haben, die wir einfach in Situationen aufgenommen haben, behalten und uns später daran erinnern. Du weißt bestimmt auch, dass wenn du etwas lernen musstest, vielleicht in der Schule, im Beruf, im Job, wo auch immer, und eine Prüfung kam, ein Test kam, dass du es sehr geschätzt hast, dass du dich daran erinnern konntest. Im Gegenteil, manche Menschen haben Angst, wenn eine Prüfung kommt, dass sie sich vielleicht nicht an das, was sie gelernt haben, erinnern. Wenn ein Mensch einen Unfall oder eine Krankheit erlitten hat und diese Fähigkeit des Sich-Merkens, des Erinnerns und dieses Wiedergebens vielleicht im Moment verloren gegangen ist, dann werden alle möglichen Dinge unternommen, um diese Erinnerungsfähigkeit wiederherzustellen. Und so ist es eben auch in den negativen Dingen, die wir in unserem Leben erleben. Sie sind in unserem Gedächtnis, in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Aber dennoch gibt es Hoffnung. Denn auch viele Dinge, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, werden absinken tief in unserem Unterbewusstsein und sie werden vielleicht nicht mehr diese krasse Bedeutung haben, die immer wieder früher erlebt wurde. Dinge, die wir aktiv in unserem Glaubensleben mit dem Herrn angegangen sind und die wir vergeben haben, sie werden mit dem Glaubensleben, mit diesem Entwickeln in der Beziehung zu Jesus immer mehr wirklich schwächer werden, nicht mehr diese Bedrohung haben, nicht mehr diese aktive Bedrückung haben, sondern der Heilige Geist wird es in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen so schaffen, dass die Dinge der Vergangenheit an Bedeutung verlieren. Wenn du immer wieder durch negative Erinnerungen geplagt wirst, wenn du immer wieder diese negativen Bilder siehst, wenn immer wieder Dinge aus der Vergangenheit hochkommen und dich wirklich belasten, dann ist es wirklich nötig, dass du im Glauben, in dem Bewusstsein, der Herr lebt in mir, der Heilige Geist lebt in mir, dass du diesen Gedanken aktiv widerstehst, dass du sie ablehnst, dass du sie wegschneidest, abschneidest aus deinem Leben, dass du sagst, halt, stopp, nein, ich habe keinen Anteil mehr an meiner Vergangenheit, sie ist vergeben, Gott hat mir vergeben in Jesus Christus und diese Gedanken haben keine Berührung mehr, keinen Schmerz mehr in meinem Leben zu verursachen. Ich lehne sie ab in der Kraft und in dem Namen Jesu Christi. Und das andere ist auch, dass du mehr und mehr dahin kommst, das Wort Gottes in dein Leben hineinzusprechen. Das Wort Gottes zu proklamieren, das Wort Gottes auszurufen über dein Leben. Egal wie die Vergangenheit war, die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern. Die Vergangenheit ist gelebte Zeit. Aber was wir verändern können, ist heute im Glauben an Jesus Christus diese Gegenwart und unsere Zukunft mit ihm zu gestalten. Sprich das Wort Gottes in dein Leben. Ich habe einen ganz wichtigen Vers gefunden in der Bibel, den ich dir heute in deine Situation speziell zusprechen möchte. Es ist ein Vers, der eigentlich geschrieben und gesprochen wurde von Gott an das Volk Gottes damals. Aber dieser Vers gilt heute für dein Leben ganz persönlich, wenn du in diesem Bereich der Vergangenheit mit diesem Vergessen und mit dem Vergeben, wenn du da noch drin steckst, wenn da noch Dinge sind, die noch in dir rumoren und dich nicht wirklich so zur Ruhe kommen lassen. Dort steht: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an,
geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Vers in der Bibel, der mir selbst oft schon Entlastung gegeben hat, der mir oft die Richtung gezeigt hat, der oft es geschafft hat, dass ich die Vergangenheit hinter mir gelassen habe und in der Gegenwart mit Jesus Christus neu aufgestanden bin, um in die Zukunft mit ihm hineinzugehen. Dieser Vers hat für dich so viel Potenzial, dass es heute deine Situation völlig verändern kann. Und das ist unser Gebet für dich, dass du weißt, Gott hat Gedanken der Zukunft und Hoffnung für mich. Wir wünschen dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für dich.